Ja, und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Video, heute noch hier. Aber in einigen Tagen ist wieder der Schnee bei uns an der Schule, an der Helene Lange Schule, also an meiner alten Schule. Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. Und ich bin diesmal der Moderator. Normalerweise stand ich ja immer hinter Mischpult und jetzt wollte ich auch mal auf der Bühne stehen. Dank der SV hat das geklappt. Und herzlichen Dank dafür schon mal. Als Moderator habe ich gewisse Freiräume, was die Moderation angeht. So kann ich albern sein, wie ich möchte. Ich kann mich blamieren, wie ich möchte. Mir passiert eigentlich nichts, außer dass ich mich halt blamiere vor diesen 100, 200 Leuten, die da dann sind. Und damit ich mich richtig blamiere, bin ich bei der ersten Moderation ein Möchtegern-Rapper, ja? Oh, we world. Ziel ist eigentlich, dass mich das Publikum dann nach der ersten Moderation sowas von abgrundtief hasst, dass ich gar nicht mehr wiederkommen bräuchte. Ne? Und glücklicherweise nach der ersten Moderation bin ich dann wer anders. Und damit ich bei dieser ersten Moderation aber so richtig, ne, so richtig tief singen kann, habe ich mir hier mal so ein paar Flachwitze schon mal rausgesucht, die ich mir dann auf die Bühne klebe, weil das kann ich alles nicht behalten. Ich bin schon ein bisschen aus der Schule raus, ich kann mir nicht mehr so viel merken. Ist so, ihr werdet sehen. Ihr seid dabei, mal wieder ein Vlog. Diesmal von Seite des Moderators, was alles passiert, während ich hinter der Bühne sitze, stehe, warte. Je nachdem, ihr seid dabei. Viel Spaß. Dreiseiltechnik. So, guten Abend. Ich bin heute mal in der Schule, sieht man vielleicht unschwer. Ich darf meine YouTube-Freunde nicht vernachlässigen, das ist das. Sorry. So, und ich bin erstaunt, wie wenig ich den Technikern noch beigebracht habe. Nein, also gut. Halb so wild, halb so wild. Nein, alles gut. Ach, das Ding hängt auch noch. Mensch. Man muss erst mal gucken, wie das hier alles ist nach der Zeit. Ach du liebes Bisschen. Die Getränke sind da. Ja, der 11. Jahr verkauft. Ah, der 11. seit wann das? Ich habe die Info, der 12. Nee. Nanu! Die leckere Marmelade, oder? Ja. Vielen, vielen Dank. Danke für die Idee. Das ist. Am besten habt ihr die Verkaufswörter geschont? Was? Die. Ach, vergiss es. Ich hab wirklich einfach hinter die imaginäre Mauer. Ach so, Mauer. Ja, Mensch, gute Idee. Mauer. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Mama bauen ist immer. Was habt ihr denn? Die Config funktioniert nicht. Geh nochmal in die Karte, das funktioniert nicht. Hast du auch geguckt, auf welche Adresse? Hast du auch geguckt, auf welche Adresse die liegt? Jetzt ja, auf 50. Jetzt auf 50. Aber nicht hier. Nicht auf dem Ding. Auf dem Ding. Ja, da muss ich noch reinstellen. Ist das nach dem mal zu? Dann würde ich das nochmal tun. So, also. Ich weiß nicht, ob ich auch ein schlechtes Gewissen haben sollte. So, ja. Also, ich habe das Gefühl, ohne mich wären die immer noch nicht so weit. Wahnsinn. Unglaublich. Naja. Ich will auch aufs Video. Bitte schön. Sehr gerne. Schneid das bitte raus. Ich versuche. Nee. Vergiss es, das bleibt jetzt drin. Ja, man kann auch schlau aussehen. Warte. Hör auf. Muss ja unbedingt wieder vloggen, ne? Selbstverliebtes Stück. Die Chormikros müssen da irgendwo. Genau die. So. Es ist Wahnsinn. Eigentlich wollte ich das heute recht ausführlich machen. Guten Tag. Eigentlich wollte ich das heute recht ausführlich machen, aber dooferweise komme ich nicht zu. Weil irgendwie ist hier momentan noch alles sehr kritisch von der Aufbauorganisation her. Aber es funktioniert langsam. Also unglaublich. Langsam kommt das hier in Gänge. Jetzt fangen auch die ersten Proben an. Nicht so schnell. So, Wahnsinn, ne? Man kommt ins Fernsehen. Ja, und mal schauen, was der Abend noch so bringt. Wahnsinn, oh, das war ich. Egal. Ich müsste eigentlich tatsächlich nochmal einen Rundgang um diese Schule machen, weil. Ach ja, der Ausbildungsplan, das war Zeiten. Ich war schon mal lange nicht mehr hier, seit den letzten Sommerferien. Das ist schon lange her. Lange her. Lange, lange her. Und es hat sich nichts geändert. Das ist so schön. Das ist so schön. Es hat sich nichts geändert. Also, so ziemlich. Es funktioniert immer noch nicht alles. Da bin ich heute. Garderobe Technik. Garderobe Technik, hier gehöre ich doch sicherlich rein. Guten Tag. Tschin, ja. Tschin. Auf ein.
Immer diese Lichttechniker wollen einen nur ärgern, das ist echt Wahnsinn. Machen sie extra, natürlich. Ja, ich heiter mich schon mal an heute, natürlich nur alkoholfrei. Was denkt man denn sonst, ne? Ja, kann man trinken. Muss man aber nicht. Wie sieht's hier aus? Was ist das? Das ist Eselpipi. Schmeckt zumindest so. Prost, trink ruhig aus. Ja, ne? Eselpipi, sag ich doch. Ja, danke. Schön, schön. Na gut. Also, schon mal kleines Fazit. Ich freue mich auf den Abend, auch wenn ich recht wenig bei der Technik heute gemacht habe, obwohl ich schon wieder klatschnass bin. Das ist Wahnsinn. Es wird auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon mal auf gleich die Big Band-Probe. Und da kann man schon mal einiges festhalten und dann sieht man weiter, was sonst noch kommt. So, ich habe mich jetzt mal hier häuslich eingerichtet in, das bin ich ja wohl eindeutig. Garderobe Technik, das bin ich ja wohl eindeutig. Ja? Also, so viel, wie ich heute schon wieder gemacht habe, das war ja gar nicht eingeplant. So. Ja, hallo. Nee, ich bin in der Tat heute umkleidetechnisch aktiver als an so manchem anderen Abend, muss man sagen. So, in einer guten Stunde geht es in der Tat schon los. Hätte man jetzt nicht gedacht. Sie funktioniert, wie geil. Ach ja, das Mikrofon wollte ich noch mitnehmen. Weil nachher liegt mein Headset-Mikrofon da nicht mehr und dann haben wir alle ein Problem. So, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich muss die Karten auch noch aufkleben, weil ansonsten kann ich meine erste Moderation nicht machen, weil da habe ich mir, wie ihr schon gesehen habt, zu Anfang des Videos alles aufgeschrieben. Und das kommt jetzt wieder. So, ey, ja, voll krass, Digga, ey, jetzt bin ich... Oh, we what? Ja, voll krass, Digga, ey, DJ O. Nee, Quatsch, das bin ich ja gar nicht, scheiße. Nee. Ich bin DJ O, nicht mehr reiß DJ aller Zeiten. Alter, oh, we what, ja, ey, Alter, voll krass, ey, das bin ich, ey. Oh, we what, ey, Alter, voll krass, guck mich an, ey, ich bin voll der harte Motherfucker, ey. So, Digga, du wirst rasieren. Alter, voll krass, ey, ja. So, ja, also. Das bin ich jetzt in der ersten Moderation. Ja, ich sehe so aus, weil ich mache mich auch ganz bewusst zum Deppen mit jede Menge Flachwitzen. Ich habe mich selbst noch nicht gesehen, wie ich aussehe, aber ich glaube, ganz schön bescheuert. Ich muss die Hose dann noch ein bisschen so ein Stück tiefer ziehen, dass ich nur noch so gehen kann. Aber wird schon. Ja, das ist... Boah, ist das warm. Ich habe nicht bedacht, dass die Schule geheizt ist, ehrlich. So, ich möchte euch mal eben meinen heutigen Abend vorstellen. Da haben wir einmal, also meinen Tisch vielmehr, ja. Das fängt hinten an bei nochmal zwei Spickzetteln extra, die ich mir hier hingelegt habe, damit ich mir die nochmal angucken kann. Sonnenbrille, Funkmikro, so ein Lippenstift, weil ich habe momentan nämlich die Medikamente, die Schleimhäute total austrocknen und die Lippen. Da brauche ich sowas. Sonst sind die abends total blutig. Aber das ist ein anderes Thema. Das Headset, das brauche ich aber erst später im Abend. Meine Mütze, das Tablet, wo ich meinen Ablauf für den heutigen Abend aufgezeigt habe. Da sind eigentlich keine Moderationstexte drauf. Da gucke ich nur drauf, um zu wissen, wer wann wieso kommt. Mein Pullover, das Hemd, was ich dann später anziehe. Ich hoffe jetzt mal, dass das doch noch ein sehr entspannter Abend wird. So häufig könnte ich jetzt so live nicht mehr dabei sein. Ich habe aber eine Kamera innen montiert. Im Großgruppenraum und da werden wir reingucken können. Aber wir haben ab und zu sicherlich auch nochmal genug Zeitpuffer, um nochmal so miteinander sprechen zu können. Vielleicht nicht mehr ganz so in Ruhe, aber jetzt muss ich erstmal eine Toilette aufsuchen. Ja, wundert euch nicht, dass das hier so aussieht. Es ist gerade kurz vor Beginn die Sicherung rausgeflogen und keiner weiß, wo der Sicherungskasten ist, selbst ich nicht. Weil als dieser Tag gebaut wurde, war ich quasi schon aus der Schule raus und ich habe keine Ahnung, wo die Unterverteilung dafür ist. Na gut, nichtsdestotrotz habe ich mich schon halb umgezogen, falls man das sieht. Und dann geht es auf die Bühne. So, es wird gerade hinter mir noch gestimmt. Ja, es muss ja wieder. Hinter mir wird, also neben mir wird gerade noch Freiseiltechnik zu sehen sein. Es wird auch Freiseiltechnik zu sehen. Der Schlagzeuger von der Big Band. Jetzt bin ich gut. Jetzt hat ja schon mal den Gast. So ist es. Ja, hinter mir wird jetzt gerade noch die letzten Instrumente gestimmt und dann geht's fast pünktlich, aber das ist ja Tradition bei uns, dass es immer nicht so pünktlich losgeht, geht's dann gleich los. Ich freue mich.
Mal schauen, wie es wird, so in meinem... Alter. Naja. Um euch jetzt mal die Situation live zu erklären, wie sie da für mich war. Ich gehe ja gerade auf die Bühne und was man nicht sieht, ist, dass da die Techniker schon ganz schön geschwitzt haben. Ich habe das Mikro in der Hand gehalten und gewartet, bis es angemacht wurde, weil das hört man ja, wenn ich leicht auf die Kapsel fasse, ob das funktioniert. Ging nicht, habe ich mal drauf geguckt aufs Display, okay, ist an. Ich gucke immer noch hinten zu den Technikern, was da los ist. Ich warte, ich klopfe nochmal auf die Kapsel. Und dann fange ich einfach schon mal an reinzureden oder ich halte es zumindest so, dass es funktionieren könnte und dann funktioniert es aber immer noch nicht und dann spreche ich einfach mal so rein und wundere mich nochmal, warum es nicht funktioniert, gucke nochmal aufs Display, um mich zu vergewissern, das ging aber immer noch nicht, ich spreche weiter rein, versuche immer noch irgendwie einen verzweifelten Blick zu den Technikern und dann kam irgendwann ein Handzeichen, dass ich doch bitte das Mikro tauschen müsste. Auf jeden Fall bin ich dann relativ fix nach hinten gerannt, hab dann nochmal drauf geguckt. Dann kam der Kline zu mir, hat sich erstmal schlapp gelacht, dass es nicht funktionierte. Weil es war ja letzten Endes alles meine Redezeit. Dann kam das Zeichen von hinten, ich müsste doch einmal bitte kommen. Dann bin ich nach hinten gelaufen und habe geschaut, was los war. Und in dem Moment kam dann auch schon die letzten Endes Ursache, dass der Stecker nicht richtig im Mischpult gesteckt hat vom Empfänger und das war letzten Endes dann die Ursache. Irgendwie groß, ich konnte so durch den Abend so voll krass sehen. Hier hat mir so eine Blasakte oder sowas, voll krass sehen. Ich mache einen Film, wenn man das sieht. Zum Beispiel habe ich hier so ein Zettel bekommen. Ich nehme heute so 500 Gramm Butter, zwei Eier, nee, das Einkaufs ist schon gemacht. Wir spielen. Ich brauche meine Zettel nicht mehr, voll scheiße. So. Abfahrt fein, Tuxedo Shampoo, Benefizkult aus Reif, ist ein Melotron, denn bei mir auf ein Flingo-Fell, der voll krass ist. Und ich führe euch heute durch ab, eigentlich wohl hier auf Bühne, aber voll krass, voll krank, mit Alufahrrad so, ne, so voll mit der Graben rein, so voll kaputt, eher am Fahrrad. Und deswegen bin ich heute hier und enjoy the music, ey. Schöne Party, fing schon super an mit einer Mikropanne. Irgendein Stecker war nicht richtig drin oder so. Naja, aber ich fand es ganz gut. Ich glaube, das Publikum auch. Nein, natürlich bin ich jetzt wieder der Normalo. Ich wollte auch gar nicht, dass sie klatschen. Ich wollte nicht, dass sie tanzen oder irgendwie sowas anderes machen. Oder lachen. Das sollte einfach so sein. Ich habe zwar nichts von der Liste genommen, die ich mir da hingelegt hatte, aber ey, mein Gott. Da kann man vielleicht später nochmal brauchen, wenn ein Abbau oder Aufbau länger braucht. Jetzt bin ich aber erstmal dabei, mich umzuziehen. Und dann bin ich wieder Ole Wienicke und nicht mehr Oh We Walt. Ja. So, da bin ich wieder jetzt umgezogen, wie man unschwer erkennen kann wahrscheinlich. Ich habe jetzt wieder die etwas gemütlicheren Klamotten an, habe jetzt auch mein normales Mikrofon, denn ich bin ja eigentlich nicht Oh We und so weiter, sondern ich bin ja ich. Und deswegen mache ich gleich nach der Big Band die Moderation weiter. Und
dann wird das schon. Aber ich höre gerade, es ist ein etwas stilleres Lied jetzt da drin, deswegen bin ich jetzt mal leise und wir hören mal. Wieder meine erste Moderation ist, also meine erste richtige Moderation ist durch und jetzt geht das los mit so ein bisschen mehr Musik, je nachdem. Ja, wir gucken mal, wie das sich weiterentwickelt. Gleich kommt erstmal Walzerlehrgang und dann geht's los mit der DJ, wo auf der Bühne steht. Mal schauen. So, Walzer, Freude. Na, wir haben in der Tat einen Walzer-Tanzkurs organisieren können und das funktioniert ganz gut. Es läuft, sagen wir so. Und danach kommt nochmal wieder so ein bisschen Sumpf und dann schauen wir mal, geht die Party heute noch weiter. Wir haben die Hälfte jetzt gut rum. Wir schauen mal, was noch kommt. Jetzt einige Acts hinter uns und ja, jetzt habe ich mir noch das Knie angehauen, ey, Mann, ey. So, ja gut. Ja, ich packe mich jetzt hier wieder in diesen dunklen Raum. Sicherung geht ja immer noch nicht oder ist immer noch draußen. Gut, so, der Tag ist rum sozusagen. Ich habe jetzt hier gerade noch so ein paar Sachen in der Hand, die bringe ich jetzt gerade nochmal weg, das sind meine. Und ja, hinter mir wird schon fleißig abgebaut. Ja, war ein ganz netter Abend heute. Ich musste mehr machen, als ich gedacht habe, aber mein Gott, ist ja auch egal, ne? Man macht es ja gerne, nochmal wieder. Und ja, ich hoffe, aber das habe ich ja schon gesagt, wir kommen jetzt zur Rückblende. Wo ich sage Tschüss. Das habe ich nämlich schon im Voraus aufgenommen. Party ist jetzt beendet und damit sage ich jetzt mal von hier aus weiter zum letzten Clip. Und ich würde dann schon mal sagen, ich gehe mal wieder ein bisschen in die Zelle.
Ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken vom Video. Um in der Infocard hattet ihr zwischendurch nochmal die Möglichkeit, das vorherige Video zu sehen. Also das vom letzten Schneeball, vom ersten Schneeball, das ist ja der zweite Schneeball. Und ich würde jetzt sagen, schönen Abend noch und ne, übliche Kette, ja, abonnieren und Videos angucken und so weiter. Und ja, ich räume jetzt zusammen und dann bin ich ja auch weg. Also von daher, haut rein.